Ja, servus, da ist er auch wieder, euer Udo, Udo Vibes, und ich befinde mich gerade auf der Insel Raab in Kroatien und ich wollte euch einfach mal hier ein kurzes, schönes Viewing-Video machen, und zwar schön von der Eierbucht. Und warum heißt die Eierbucht eigentlich Eierbucht? Naja, ganz klar, weil die Steine da so aussehen wie so kleine Eier. Und jetzt machen wir hier mal so einen kleinen Schwenk rüber. Ist auch schon ein bisschen was los in der großen Eierbucht, also es ist jetzt keine Bucht, wo man hier mal für sich alleine sein kann. Obwohl hier halt auf jeden Fall weniger los ist als wie am Strand. Und ja, deswegen schwenkt man hier immer so hoch. Ich finde ja auch die Berge hier so ganz toll, hier hoch. Und ich mache auf jeden Fall mal noch ein Video oder eben auch sogar einen Livestream, wo ich dann hier oben auf dem Berg irgendwo bin und dann euch die ganze Bucht hier vorne dann von Raab dann zeige, beziehungsweise von Lopar, also unseren Campingplatz, zeige. Das soll jetzt hier einfach mal so ein Viewing-Video sein. Es ist auch drüben auf dem Festland ein bisschen diesig. Bei uns hier scheint schön die Sonne. Ist hier schön die Wolkengrenze zu sehen. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein Stück mit. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, weil hier ist halt ein bisschen gefährlich zu laufen gerade. Oh, hier fliegt eine Möwe vorbei. Wunderbar, haben wir die auch noch mit drauf. Ganz hier hinten, da sieht man jetzt die Insel Goli auch sogar. Das Weiße, was man hier so sieht, das ist Goli. Und ich schwenke jetzt mal hier so rum, wo ich mich gerade jetzt hier befinde. Ich befinde mich nämlich mitten in die Felsen. Ich kann jetzt schlecht auf mich rumschwenken oder umschalten. Geht jetzt leider nicht. Aber auch die Felsen hier, die Klüfte, das finde ich so geil. Das macht halt viel aus in Kroatien. Das ist schon richtig mega. So, schwenken wir mal wieder zurück Richtung Meer. Weil wir wollen ja Meer sehen. Schönes Wortspiel. So, pass auf. Da fährt jetzt auch leider gar keiner draußen rum mit dem Boot. Ist egal. Ich genieße jetzt einfach mal schön die Aussicht mit euch hier. Wunderbar. Ist das nicht herrlich? Insel Raab, Kroatien. Von der Eierbucht. Und die heißt tatsächlich so. So, und jetzt schwenken wir mal hier so runter aufs Wasser. Guckt euch das klare Wasser an. Ha. Ist das nicht mega? Und vorne am Lopar Beach, das ist auch so mit der einzigste Strand, wo ich jetzt so kenne, wo Sand ist. Und hier hast du halt mehr Kies oder eben Stein. Und ja, hier fahren sie sogar mit Touri-Booten her. Ja, nur um die schöne Bucht hier etwas zu genießen. Ich denke, das reicht auch schon. Ich wollte euch, wie gesagt, da nur mal ein bisschen was zeigen. Ist halt jetzt schlecht, weil ich glaube, ich kann es mal probieren, aber ich glaube, die Kamera lässt sich jetzt da während des Filmens nicht umschalten. Ist jetzt etwas anders wie beim Livestream, oder? Lässt sich es umschalten? Nein, warten, bis die Aufnahme abgeschlossen ist. Okay. Also geht jetzt so leider nicht. Okay. Und das da drüben, das Dunkle, ist das Festland. Nur, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und da, wo jetzt ein Boot fährt, beziehungsweise da so diese Enge hier, diese Meerenge, oder wo man hier so durchfährt, da kommt man dann Richtung Fähre vor. Ne? Genau. Wird euch jetzt zwar nicht viel sagen, aber ist egal. Passt schon. Ist das cool. Ja, jetzt warten wir noch. Hier hinten kommt scheinbar ein Boot gefahren. Gucken wir mal, wohin der will. Ich weiß auch nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ich könnte es mal versuchen, ein bisschen zu zoomen. Mal gucken, geht das? Geht das? Ja, da kann man doch tatsächlich ein bisschen zoomen. Ah, da hinten sieht man dann was. Schau mal. Ganz da hinten am Horizont ist ein Boot. Super. Aber ich zoome eigentlich immer ungern, weil dann wird es eben immer unscharf. Ja, so viel mal dazu. Nochmal einen Schwenk auf die Bucht, dass wir das alles nochmal mitnehmen hier. Wunderbar. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, so. Gerne auch einen Kommentar und ja, checkt mal meinen Kanal aus. Und würde ich mich freuen, wenn ihr auch überall anders folgt, Instagram, Facebook, da habe ich auch eine Fan-Community. Folgt mir doch einfach, freue ich mich auf jeden Fall. Bis denn dann, macht's gut, euer Udo, servus, ciao.